Johannes Thaler verwendete Szenen aus Samuel Becketts Welterfolg Warten auf Godot als Vorlage für sein Diplomprojekt am Institut für Musikpädagogik. Zur musikalischen Umrahmung dienten Johannes ein eigens komponiertes Stück für Klavier und Bassklarinette sowie Teile aus Francis Poulencs Sonate Opus 184 für Klarinette und Klavier. Die beiden Hauptfiguren, Wladimir und Estragon, versuchen die nicht enden wollende Wartezeit auf Herrn Godot totzuschlagen und zu überbrücken. Am Bahnsteig treffen die beiden Hauptcharaktere auf die verschiedensten und merkwürdigsten Personen, darunter Pozzo und Lucky, der eine stumm, der andere ein Blinder. Wann? Irgendeines Tages genügt mir das Licht! Bist du sicher, dass er es war? Ja. Godot? Ja. Und ach, was? Was soll's? Komm, wir gehen. Wir können nicht. Warum nicht? Wir warten auf Godot. Nur auf den einen, der scheinbar niemals auftauchen wird, warten und warten und warten sie vergebens. Was macht Herr Godot? Hast du nicht irgendeinen Strick? Nein.